Ja, hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, und zwar meine Silvesterbestellung für dieses Jahr, sollte es stattfinden. Ich muss dazu aber sagen, dass ich das Feuerwerk mit den Paketen jetzt nicht zu Hause habe, sondern ein sehr, sehr guter Kollege hat mit Gewerbeschein meine Bestellung mitgenommen, und ich bin jetzt nur hier zum Unboxing, damit ihr wenigstens schon mal seht, was ich in der Bestellung so drin habe. Wünsche euch viel Spaß und ich komme jetzt mit der Kamera näher ran. Ja, Vorfeld will ich noch erwähnen, dass diese Bestellung bei Röder Feuerwerk getätigt worden ist. Und nochmal ein herzliches Dank an alle Leute, Menschen, Fans, die über meinen Link bestellt haben. Also soweit ich jetzt weiß, ist keine Sponsoring dabei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Unboxing meiner Silvesterbestellung. Jetzt fangen wir an mit dem kleinsten Paket. Vier Stück sind es insgesamt. Und hier befinden sich schon die ersten zwei Klopper drinne. Und zwar haben wir hier als erstes die Valentin von Argento Feuerwerk. Eine 500 Gramm Fächercake. Als nächstes, oh, die Bellissimo von Argento. Die habe ich jetzt so nicht bestellt, also haben sie es mir einfach so mitgepackt. Vielen, vielen Dank an Röder. Und als letztes, als Inhalt, haben wir hier die Donnerröhren von Nico, eine Neuheit 2020. Und das war's auch schon mit dem ersten Paket. Dann machen wir mit dem Paket weiter. Erstmal Verpackungsmaterial, und hier seht ihr schon, da lachen mir hier die Raketen entgegen. Und zwar haben wir hier die Shell Rockets Kaliber 38 mm von Argento, eine Neuheit 2020. Als nächstes die Shell Rockets 34 mm Kaliber, ebenfalls eine Neuheit. Dann geht es weiter mit einer nächsten Cake von Argento, 13 Schüsser der Eisblume. Als nächstes haben wir die Argento Plasma, ebenfalls 13 Schuss im Kaliber 30 mm. Und hier haben wir noch die 13 Schüsser Urania von Argento Feuerwerk. Es sind sehr, sehr viele Sachen von Argento dieses Jahr dabei, weil ich die halt selbst filmen und auch testen möchte. Dann haben wir als nächsten Klopper hier eine Neuheit 2020, die Crazier Compact von Leslie für 20 Euro. Kann man einfach nichts sagen. Richtig geiles Teil. Dann geht es weiter mit der Xplode Chaos. Ebenfalls eine Neuheit 2020. Schon live gesehen, absolut geil das Teil. Dann haben wir als nächstes die Gold Rockets von Argento. Ebenfalls schon live gesehen, mega geile Teile. Und auch eine Neuheit 2020. Dann geht es weiter mit Nico, der B40-496. Ebenfalls eine Neuheit 2020. Auch schon live gesehen beim Röder Vorschießen. Richtig, richtig geiles Teil, wie ich finde. Und bin sehr, sehr drauf gespannt. Und jetzt kommt eines meiner Highlights. Und zwar die Zink Z1 Raketen. Mega geile Teile, so wie JJ Fireworks es schon gesagt hat und auch Röder. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und genieße jede Rakete einzeln. Das war's dann mit Paket Nummer 2. Und es geht mit 3 weiter. Jetzt werden die immer irgendwie immer schwerer. Und Verpackungsmaterial. So sieht das Paket Nummer 3 aus.
Und da sehe ich jetzt schon einige Sachen, die ich nicht bestellt habe. Und zwar hier die Feuertöpfe von Röder. Weiß, Blink, Gold und Blau oder Brokat und Blau. Und den Fischfeuertopf. Also gesponserte Ware. Weiß ich nichts und wusste ich nichts von. Vielen Dank an Röder Feuerwerk. Ebenfalls vielen, vielen Dank für dieses kleine Set hier. Feuervögel, kleine Mischung. Dann haben wir als nächstes ebenfalls eine Neuheit 2020. Die Lilliput-Raketen. Habe ich auch etliche Videos schon gesehen, deswegen habe ich sie mitbestellt. Dann, nach langer Überlegung, habe ich sie mir doch gegönnt, die Sauer 3 Kanonschläge. Die wollte ich dann auch einmal testen. Und dann haben wir hier von AP, Puro Century, die Thundercracker. Hier steht es drauf. Das ist eine Neuheit 2019. Die sind natürlich legal. Sind Schwarzpulverböller, wie man es hier auch lesen kann. Und die sollen relativ gut sein. Deswegen habe ich sie mal zum Testen mitgenommen. Als nächstes Single Bells Brokat von Pyroland. Und die habe ich von Fireworks und Balloons sehr, sehr viel auch schon gesehen und gehört. Sollen sehr, sehr gut sein, deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Dann haben wir als nächstes die Knisterblumen oder Blumen von Geisha. Die habe ich schon live gesehen, ich finde das Teil sowas von geil. Absolute Kaufempfehlung für mich jetzt. Dann haben wir als nächstes die Argento Veronia. Ebenfalls eine Neuheit 2020. Richtig, richtig geiles Teil. Habe ich auch in den Videos gesehen und war absolut begeistert. Dann geht's weiter mit der Blütenstaub von Argento. Ebenfalls eine Neuheit. Dann haben wir hier die Azuro von Argento. Ich glaube, die habe ich auch nicht bestellt. Wenn nicht, dann war es ein Sponsoring-Artikel von Röder. Dann danke ich dafür herzlich. Wahnsinn. Und im letzten Paket befindet sich jetzt noch die Wahnsinn von Nico. Auch eine Neuheit 2020. Die habe ich auch schon live gesehen. Mega fettes Gerät. Das war es nun mit Paket Nummer 3. So, jetzt folgt das schwerste Paket. Das letzte. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Kleinkram bestellt. Viel von Argento. Und dieser Anblick, Leute. Mega geil. Was sagt ihr? Auf jeden Fall hier erstmal die zwei berühmten Sticker. Make Sylvester Great Again. Fridays for Fireworks. Danke, danke. Und dann geht es hier weiter mit der Leslie Glitter Camudo. Auch eine Neuheit 2020. Habe ich auch schon live gesehen beim Vorschießen. Im Anfang des Jahres. Dann haben wir hier diese kleinen Cakes hier, und zwar Alba Argento, einmal die Ahsoka, die Aeon, die Aidos und zu guter Letzt die Alpha. Jeweils einmal, und für diesen Preis-Leistungs-Kracher kann man echt nichts sagen. Also Top-Zerleger per Video und eine super Ausbreitung, und ich glaube 2,50 3 Euro kostet eine Batterie, also von daher absolute Kaufempfehlung. Als nächstes, ich glaube, ein Schuss ins Wasser, das ist die Watt Knight Rider, die habe ich auch schon gesehen, hat mich leider sehr enttäuscht. Als nächstes haben wir hier die Stellaris Fontäne mit Auswurf, sowie die Knisterteufel von Lone Star, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, Verpackungsmaterial. Dann geht es weiter mit der
Nico Zunder Box. Habe ich auch schon live beim Röder Vorschießen gesehen. Richtig geiles Teil. Preis-Leistungssieger auch hier. Ich glaube 13 Euro oder so. Dabei Top-Zerleger, Ausbreitung und Farben. Dann geht's weiter mit der Veronica von Argento. Neuheit 2020. Der Expression von Argento. Ebenfalls eine Neuheit 2020. Der Primavera, auch eine Neuheit 2020 von Argento. Der Amandra von Argento, ebenfalls eine Neuheit. Alles nur Argento-Ware. Dann haben wir hier den nächsten Klopper. Ach du Scheiße, Thalia. Ich glaube, die habe ich auch nicht bestellt. Also auch eine Sponsoringsaktion von Röder, wovon ich jetzt nichts wusste. Vielen, vielen herzlichen Dank an Röder. Danke, danke. Hätte ich mit nie gerechnet. Dann haben wir hier, da habe ich echt lange, lange überlegt, die Pyro Union Röder Kanonenschläge. Also sehr, sehr preisintensiv mit 9 Kanonenschläge für knappe 30 Euro. Aber handgefertigt und ich denke, was ich da so gesehen habe, der Preis alle Male wert. Wird auch genussvoll gezündet. Dann haben wir als nächstes die Exotica von Argento. Ebenfalls eine Neuheit. Dann geht's weiter mit der Red Admiral von Tropic. Eine kleine 20 mm Cake. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann haben wir hier die Lonestag Premium Kometen Mix. Sehr, sehr geile Feuertöpfe mit Kometen und auch Knisterteufeln mit drin. Für 9,95 echt top. Dann haben wir als nächstes die Hikaru von Argento. Ebenfalls eine Neuheit 2020. Richtig fettes Gerät. Und ihr seht schon vieles, vieles von Argento. Und zu guter Letzt, was ich auch nicht bestellt habe, wie ich jetzt sehe, ist eine leise Batterie, der blaue Plöpper von Röder Feuerwerk. Also noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank an Röder für diese Ware, die ihr noch mir separat dazu gesteckt habt. Vielen, vielen Dank. So, das war's auch schon mit dem Unboxing. Ich mache jetzt eine Gesamtübersicht und dann anschließend wird das alles wieder verpackt und bleibt hier so lange bis zum 29.12. Erst dann werde ich diese Sachen dann abholen. Also sage ich bis gleich. Ja, und das ist jetzt meine Gesamtbestellung von Röder Feuerwerk. Vielen, vielen Dank nochmal an Röder für die bereitgestellten, zugestellten Artikel. Ich hoffe natürlich, dass Silvester dieses Jahr stattfindet. Wir alle hoffen das. Und das soll es jetzt von meinem Unboxing gewesen sein. Natürlich folgt noch ein bisschen mehr. Das allerdings dann bis zum 29.12. erst. Haut rein. Ich wünsche euch eine super geile Vorfreudezeit. Bis dann und macht's gut.